Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, Solenthaler Recycling, der Mikrogenossenschaft Ostschweiz und Leica Geosystems. 6 Studierendenteams werden gewinnen. Der WTT Young Leader Award 2023. Aus 45 Praxisprojekten an der Ostschweizer Fachhochschule sind Sie als die Besten nominiert. Sie haben mit Ihren Arbeiten für Schweizer Unternehmen überzeugt und buhlen jetzt um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Swissgate AG aus Bachenbülach entwickelt und vertreibt legale Cannabisprodukte. Zu ihrem Sortiment gehören beispielsweise Lebensmittel aus Hanf und Kosmetikprodukte mit dem Wirkstoff CBD. Der Schweizer Markt für Hanfprodukte ist aber wenig erforscht. Swissgate AG hat darum Studierende von der Ost mit einer Markt- und Meinungsanalyse beauftragt. Wir als Start-up treffen im Geschäftsalltag immer wieder das Problem an, dass es sehr wenig wissenschaftlich fundierte Daten gibt für unser Marktgebiet, wo wir dann darauf aus unsere Handlungen könnten anpassen könnten. Und darum war zum Beispiel eine der Forschungsfragen für die Studierenden herauszufinden, was die Leute mit dem Wort Hanf assoziieren und dem gegenüber, was sie beispielsweise mit dem Wort Cannabis assoziieren. Das Projektteam hat Experten, aber auch Leute auf der Straße befragt. Dort haben sie persönlich zu spüren bekommen, mit welchen Vorurteilen das Unternehmen konfrontiert ist. Unsere grösste Schwierigkeit war, dass viele Leute, die bei der Umfrage, also die wir gefragt haben, ob sie an der Umfrage mitmachen wollen, die haben zuerst Nein gesagt, weil sie nur schon gehört haben, dass es um hanfpflanzliche Produkte geht. Ihnen war gerne bewusst, dass es um legale Produkte geht und dass eben die Hanfpflanze nicht nur mit Drogen in Verbindung gebracht wird. Trotz dieser Schwierigkeiten haben es die Studierenden geschafft, mehrere hundert Personen zu befragen. Ihr Ziel war, die Meinung der deutschen und westschweizer Bevölkerung repräsentativ abzubilden. Methodisch war es ganz, ganz wichtig, mit den Studierenden gemeinsam sich zu überlegen, wie ist die Grundgesamtheit überhaupt zu definieren, um dieses große Gebiet abzudecken, in welchen Städten mache ich unsere persönlichen Befragungen und wie kann ich so Daten generieren für die Kundschaft, die wirklich verheben und Gültigkeit besitzen. Die Studierenden haben mit ihren Befragungen können bestätigen, dass hanfpflanzliche Produkte in der Schweiz Potenzial haben. Aber sie haben auch Stolperfallen entdeckt, die die Unternehmen beachten sollten. Wir sind zum Ergebnis gekommen, dass fast die Hälfte von allen Leuten schon mal hanfpflanzliche Produkte im legalen Bereich konsumiert hat und dass vor allem die ältere Generation, so ab 40 aufwärts, extreme Vorbehalte gegen Hanfprodukte hatte, weil sie es viel mit Drogen assoziieren. Die Wortwahl spielt für die Befragten offenbar eine grosse Rolle. Ein grosser Faktor, den wir aus dieser Marktstudie herausziehen, ist ja genau der Unterschied zwischen dem Wort Hanf und dem Wort Cannabis. Beispielsweise in unserem Slogan im Onlineshop lautet der Slogan «Alles Gute aus Cannabis». Wenn man jetzt aber das Ergebnis von dieser Studie anschaut, müsste man eigentlich eher das Wort Hanf verwenden, weil viel positiver konnotiert ist. Es gibt aber auch spannende Einblicke für unsere zukünftigen Produktentwicklungen, weil man jetzt auch ein bisschen rausgespürt, in welchem Segment ist der Bedarf herum, wo liegt das Potenzial und das Interesse von der Kundenseite. Das Projektteam von der Ost hat mit seiner Praxisarbeit neue und umfassende Daten zum Schweizer Hanfmarkt können sammeln. Jetzt sind sie für den WTT Young Leader Award 2023 in der Kategorie Marktforschung nominiert. Die Nomination ist für uns eine riesige Bestätigung für die Arbeit, die wir im vergangenen Semester geleistet haben und natürlich auch eine Motivation, künftig noch mehr zu leisten. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2023? Die Preisverleihung ist am 30. Oktober in der Tonhalle St. Gallen mit einem Award-Referat von den Unternehmern Alain Frey und Tobias Reichmuth. Der WTT Young Leader Award wird Ihnen präsentiert vom Amt für Wirtschaft Kanton Thurgau, der St. Galler Stadtwerk, Jumbo Kommunikation und Scandola.